Aus der Aufzeichnung des gotischen Bogens ermittelt das Arkostigma die retralste Aufzeichnungsposition, die vom Behandler als zentrische Position des Unterkiefers übernommen werden kann. Bei der Aufzeichnung des gotischen Bogens finden wir eine zentrische Position der Kondylen, die nach einer Aufzeichnung der Grenzbewegungen eingenommen wird. Damit wird sie unter physiologischer Belastung durch die Muskulatur überwiegend durch den anatomischen Aufbau des Kiefergelenkes geführt. Nach dem Starten dieses Moduls müssen wir eine Referenzachse auswählen. Da wir das zentrische Registrat für die Montage im Prota-Artikulator benutzen, wählen wir das Cavo-Transfersystem aus. Bitte öffnen. Die Bissgabel mit dem unteren Sensorbogen wird in Position gebracht und die Messung durchgeführt. Danach wird die Bissgabel entnommen und der Sensorbogen auf den paraokklusalen Löffel umgesetzt. Bevor wir mit der Messung beginnen, müssen wir die Registrierplatten in Position bringen. Zuerst wird die Unterkieferplatte eingesetzt. Sodass sie mit leichtem Druck einschnappt. Danach wird die Oberkieferregistrierplatte in Position gesetzt. Der Stützstift wird in der Höhe so eingestellt, dass ein freies Gleiten ohne Zahnkontakt sowohl in protrusiver als auch laterotrusiver Richtung möglich ist. Bitte schließen und den Unterkiefer einmal nach vorne schieben und zurückziehen. In dieser Position bleiben. Aus dieser Position heraus wird die Bewegungsaufzeichnung gestartet. Bitte vorschieben und zurückziehen, den Unterkiefer nach links schieben, den Unterkiefer nach rechts schieben, zurück in die Mitte gleiten. Einmal nach vorne schieben und zurückziehen und zurück in die Mitte gleiten. Das Digma berechnet aus diesen drei Bewegungsspuren einen Schnittpunkt und zeigt diesen als blaues Kreuz an. Ich kann diese Position als zentrische Position übernehmen oder therapeutisch verändern. Hierfür starte ich die Messung erneut und sehe auf dem Monitor die aktuelle Position des Stützstiftes als grünen Kreis. Wenn sich das Zentrum dieses Kreises an der gewünschten zentrischen Position befindet, wird die Messung beendet. Hierdurch wird diese zentrische Position elektronisch fixiert. Nun wird das zentrische Registrat mit einem Registriermaterial hergestellt. Das Registriermaterial wird auf die beiden unteren Seitenzahnreihen aufgetragen. Bitte den Mund schließen, den Unterkiefer ganz wenig vorschieben und zurückziehen. Ich starte die Messung erneut und sehe die aktuelle Position des Stützstiftes und der Kondylen als rote Kreuze. Diese Kreuze sollten sich im Mittelpunkt des grünen Kreises bzw. der Kondylen-Positionsdarstellung befinden. Sollte dies nicht der Fall sein, kann ich die Unterkieferposition unter laufender Messung so korrigieren, dass wieder die vorher festgelegte zentrische Position eingenommen wird. Bitte in dieser Position bleiben und den Unterkiefer in den nächsten 1,5 Minuten nicht bewegen. Nach dem Aushärten des Registriermaterials kann die Patientin den Mund öffnen und die Registrate werden entnommen. Die Aufzeichnung des gotischen Bogens und der zuletzt eingenommenen Positionen wird zur Dokumentation abgespeichert. Mithilfe dieses Registrates kann das Unterkiefermodell exakt in der richtigen Position einartikuliert werden.